Hallo, der Kork, ich möchte dich darüber informieren, dass ich vorgestern ohne Grund in den Mülleimer in dem Wohnzimmer gekotzt habe. Warum das denn? Ich weiß nicht, es gab keinen Grund. Ich habe Cedric davon erzählt. Hier seine Reaktion. Hä? Du warst völlig nüchtern und hast wie der letzte Besoffene irgendwie in den Mülleimer gekotzt. Im Wohnzimmer, ohne Grund. Das muss man erstmal hinkriegen, Mann. Herzlich also willkommen zu den beiden. Heute mit einem neuen, mit einer, oder einer neuen Candy. Machen wir mal. Herzlich also willkommen zu den beiden. Heute mit einer neuen Candy Can, nämlich Caramel Fudge, also so Karamell Brownie quasi. Sieht aber auch richtig so irgendwie verwunschen, genau. Indisch aus, wie aus so irgendeinem Bollywood-Film. Das ist eine Key Edition wohl zum neuen Wonka-Film. Ist für mich aber auch so eine Weihnachts-Edition, wenn ich das sehe. Ach so, hier zum, du meinst Charlie in der Schokoladenfabrik. Genau, richtig. Davon ist das wohl, weil es wohl nur ein Ja, jetzt wo du es sagst, ja. Und in und der Charlie in der Schokoladenfabrik ist ja, läuft ja dann im Kino auch nur als Wonka, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. Charlie Wonka Edition auch zu sein. Ja. Den gibt es in England auch, aber als Toffee Apple. Und okay. Toffee Apple stelle ich mir auch richtig, richtig geil vor. Wir haben hier in Deutschland halt Fudge Brownie bekommen, wo ich sehr, 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 sehr gespannt drauf bin, weil ich Fudge Caramel, weil ich Karamell halt liebe. Die Dose voll weihnachtlich, finde ich aber auch. Also indisch und weihnachtlich. Ja, irgendwie voll durch die ganzen Verzierungen. Genau. Durch das Gold irgendwie. Gold überall, ja. Ein goldener Chip. Und top. Die Candy Canes sind immer Zero. Also egal, was du hast, ob du Birthday Cake hast, ob du, was gibt's denn da noch? Die Candy Canes, da habe ich mir letztens auch zwei Stück mitgefunden. Hier gibt es ja so diese, die haben so ein Pixel-Style-Logo, so, ja. So ein bisschen auf hier. Ja, kann, der eine hat irgendwie, so, glaube ich, ein Einhorn drauf, ne? Und das andere, was war das andere nochmal? Ich weiß. Gibt's bei Action. Für ein paar Cent. Also wenn der geil schmeckt, kommt er drauf. Preislich, die sind richtig billig, ne? Genau. Ich glaube, die kosten nur 59 Cent oder so. Für halbe. Glaube ich, ja, ne? Also ja, teurer richtig. Sind die, glaube ich, gar nicht. Ah, die gibt es auch als 033 Dose. Ich glaube, das sind die für 59. Ich glaube sogar, die kosten 79 oder so. Ja, aber mehr nicht. Also die. So um den Dreh, zwischen 60 Cent und 1 Euro kosten die Scheißdinger. Und ich sag's dir, wie es ist, wenn die geil schmecken, kaufe ich alle auf. Ich bin ultra gespannt auf diese Scheißdose, ne? Vor allen Dingen, gut, mittlerweile gibt es Actionmärkte wie Sand am Meer. Ja. Aber ich sag mal so, nicht jeder hat einen Actionmarkt und wer so ein spezielles Getränk sucht im Internet, der, also ich denke, das ist schon, also, boah, sehr speziell. Boah, der Kork, das riecht wirklich 1:1 wie so ein Karamellfatsch. Das wäre natürlich auch geil, wenn die jetzt so auf Saison gehen, wenn die Halloween Editions machen, Weihnachts Editions, das wäre natürlich geil. Ja, das ist natürlich jetzt so ein Anstoß vielleicht. So ein No-Brainer jetzt bei Action, ne? Die haben jetzt ihre Eigenmarken gefunden, mehr oder weniger, unter anderem mit Candy Can, ne? Ja. Aber was sagst du zum Buch? Ich finde den absolut geil. Ja. Riecht wirklich wie, als wenn du dir so ein Shake aufmachst oder an so einer scheiß Brownie-Tüte riechst. Ja, vom Bäcker in Deutschland, in Bronze. Aber ich finde, das hat auch ein bisschen was von Karamellbonbons. Toffifee. So, ja, so Toffifee-Bonbons, irgendwie sowas, ne? Oh, es gibt diese ganz puren Karamellklötze auch. Ja, diese. Ja. Genau so riecht das hier und so soll es auch schmecken. Genau das ist ja Karamellfatsch und gar nicht mit Brownie. Ach, scheiße, wo auch hinter mir der Plur. Ey, ich bin gespannt, sag ich dir ganz ehrlich. Genau, ich bin gespannt. Boah, das schmeckt doch richtig karamellig, ne? Ja, oh. Also, ich hab gedacht, der wäre ein bisschen lascher, aber da kommt echt, der hat wirklich Geschmack hinter. Muss man natürlich mögen, also, ja. Boah, das ist ein ich find's ein bisschen schwierig, weil eigentlich so Karamell ist ja eher mehr so mit Milch und Schokolade und dickflüssig und irgendwie macht es mein Gehirn gerade kaputt, von wegen, es ist ja ein Sprudelgetränk mit einem Karamellgeschmack. Ja. Das hat gerade so ein bisschen. Dauert ein bisschen, bis das ankommt. Nee, das hat, wie heißt denn das, was wir mal gesponsert bekommen haben? Mad Monk. Das hat gerade so Mad Monk vibes. Mad Monk war scheiße. Mad Monk war scheiße, aber. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Du trinkst ein Getränk, was sprudelt, aber was nach Kaffee schmeckt. Genau, du hast was nach etwas schmeckt, was eine andere Konsistenz haben sollte. Mhm. Genau.
So ist es hier auch. Aber das war bei diesem Flying Power mit Lotus-Keks-Geschmack auch. Das war ja auch Karamell-Keks. Ja, das war auch so ein Brainfuck, oder? Ja, ja. Aber ich finde, der ist jetzt nicht ekelhaft. Also den kann man trinken. Ist halt ein bisschen komisch zu trinken irgendwie. Ja, der ist halt massiv intensiv, ne? Auf jeden Fall. Aber er hält, was er verspricht. Also er schmeckt auf jeden Fall nach Karamell. Das ist extrem. Und vor allen Dingen, musst du mal überlegen, der ist zuckerfrei. Und ich finde, davon merkst du gar nichts, von diesem Süßstoff. Bisschen, aber nicht viel. Genau, nur diese, was wollte ich da sagen, diese penetrante Süße ist von dem Süßstoff. Also, dass dieses Karamell halt auch quasi purer Zucker ist, geht man davon aus, dass das extrem süß ist. Das macht das wieder gut. Ja. Ich glaube, Süßstoff ist eigentlich intensiver als Zucker, aber mit echtem Zucker wäre das nochmal anders. Ich finde, so der Nachgeschmack ist ein bisschen lasch. Ja. Also die Kohlensäure ist auch irgendwie recht wieder weg. Genau. Aber ich finde es einfach geil, dass man sich die Mühe gibt und mal was Neues probiert, ne? Finde ich geil. Auf jeden Fall, finde ich geil. Finde ich geil. Plus dafür auf jeden Fall einen Bonuspunkt. Ja. Weil, keine Ahnung, was hast du dann halt meistens in den Importläden oder so? Was kommt eigentlich nie nach Deutschland? Deswegen wundert mich das umso mehr. Ja, aber jetzt mit fast ein Zoll für Deutschland sein. Ja. Das ist es ja. Candy Can ist ja, will ja so Süßigkeiten als Getränk machen. Siehst du bei Marshmallow, siehst du bei Birthday Cake, siehst du bei diesen ganzen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, was typisch für irgendein Essen ist. Vor allem so Süßigkeiten mit Getränk halt, ne? Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Wir haben ja die Teile hier. Ich finde es krass, wie. Und die werden auch in Unmengen einkaufen, Action, aber wie die auch diese Getränke so billig raushauen können, ne? Also für 0,5 Liter, ne? Also hier, das ist so mit Gummibärchen-Geschmack und das mit Marshmallow-Geschmack. Das sind auch so Süßigkeiten-Getränke. Da bin ich sehr gespannt drauf, wenn wir uns hier reinballern. Was ist denn das hier? Habe ich irgendwo mal im Internet gefunden, als ich eine Halloween Mountain Dew bestellt habe. Das sieht ja saugeil aus. Ja. Vor allem, dass es eine Dose, die durchsichtig ist. Ja, das ist ja eine Plastikdose, ja. Bewertung. Ich gebe dem eine. Es ist sehr gut von dem, was er verspricht. Ich gebe dem eine 8 von 10. Würde es mir aber selten holen, weil das unfassbar pappig ist. Es ist halt wieder so ein Ding von wegen, man muss das halt mögen, ne? So Toffee und so. Wenn man das richtig mag, ist das geil. Aber lasst euch bitte nicht davon beirren, dass man erwartet dann mehr Cremigkeit und so ein bisschen eine Milchigkeit oder so. Es ist halt ein Softdrink und es ist halt, wie gesagt, sehr komisch. Ich würde dem auch eine 8 von 10 geben, tatsächlich. Sagst du ehrlich? Also Preis-Leistung geil. Der ist definitiv. Ich würde mir den zum Reinballern nicht so oft kaufen, weil der sehr stickig ist und sehr pappt. Das heißt, du wirst sehr schnell satt davon, von dem Geschmack. Ja, aber ich glaube, man kauft die trotzdem alle, weil die sind ganz geil. Und ja, vor allen Dingen, das Design ist geil, der Preis ist stimmt, die Idee dahinter, das ist irgendwie alles, das überwiegt irgendwie mehr als so der Geschmack, finde ich. Der ist auch okay, aber das andere treibt so ein bisschen in die Höhe noch. Deswegen halt die 8 von 10. Ja. So. Ja, bin mal gespannt, vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine Halloween Edition von. Ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich nicht dauerhaft im Sortiment bleiben wird, sondern die wird auch irgendwann wieder verschwinden. Die anderen sind ja schon ewig im Sortiment. Das stimmt, schon 2 Jahre oder so. Ja, da kommen ja auch ab und zu mal neue nach. Aber es steht nichts von Limited Edition oder so. Ich kann mir aber vorstellen, dass die dann auch irgendwann wieder weg sind. Ne? Wonka, stimmt. Hier, Wonka von Warner Brothers. Also ist tatsächlich wirklich zum aktuellen Film. Ne? Und ich denke, wenn der auch irgendwann wieder vom Kino verschwunden ist, dann wird dieses Getränk natürlich auch verschwinden. Nee, logischerweise. Ne? Weil wenn der Film out ist, irgendwie 2 Jahre lang nicht mehr im Kino und dann... Deswegen sollte man die sich vielleicht jetzt safen, weil wer weiß, in 1-2 Jahren gibt es vielleicht einfach gar nicht mehr. Ne? Ja, die also, werden ein halbes Jahr wahrscheinlich auf dem Markt sein. Ich schätze mal, im Mai spätestens sind die wieder weg. Meine Einschätzung. Deswegen werde ich mir die mal alle holen und vielleicht dann auch. Ja, deswegen eigentlich müsste man die sich jetzt holen, sicher. Chance nutzen und gar nicht so doof eigentlich. Ne? Richtig. Ja, Freunde, ich würde sagen. In dem Sinne. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Auf jeden Fall. Willst du jetzt gucken, was ich bei eBay bringe oder was? Ja. Oh, Junge, der Korn. Tschüss, Kebo. Tschüss.